Hallo Welt, hier ist der Ormus von MagicBlocks.de. Zeit für eine Booster-Diskussion. Wir machen einen Booster auf. Labyrinth des Drachen in dem Fall. Schauen mal, was drin ist. Überlegen mal, was wir draften würden oder was wir im Konstrukt vielleicht damit anstellen können. Inzwischen haben wir alle ein bisschen Erfahrung mit Labyrinth des Drachen. Insofern sollte uns das hoffentlich nicht ganz so schwer fallen. So, fangen wir gleich mal mit vermutlich einer der besten Commons in der Edition an. Zehntränkerin. Ehrfurcht vor den Gilden. Verwüstender Moosrüde. Tödliche Dämpfe. Randalierender Lanzenträger. Izzet Rätselstein. Übrigens meine Gilde, die ich gewählt habe. Vertreterin des Freispruchs. Raunendes Traumwesen. Verstandesstarre. Böse Besessenheit. Erster Ankommen, wilder Animist. Zweiter Ankommen, den Frieden wiederherstellen. Und dann haben wir einen Gigant aus dem Schorf-Clan. Und Himmelspeitscher als Rare. Aufblitzen, 2-2 für 2 Mana. Kann nicht neutralisiert werden, Reichweite Schutz vor Blau. Und ein Temple Garden. Eines der Standard-Land-Slot wird ja durch ein Guildgate oder Shock-Dual oder Mace's End ersetzt. Diesmal den Temple Garden. Okay, was nehmen wir aus dem Booster? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Himmelspeitscher ganz gut ist. Und auch der Pick ist. Für 2 Mana 2-2 aufblitzen, das ist schon mal alles fair. Reichweite Schutz vor Blau, das hält eine Menge blaue Flieger in Schach. Starke Karte und vor allen Dingen einfarbig, hält uns also offen. Ansonsten in dem Booster ist wohl der Gigant zufällig ist immer so eine Sache. Die Zehntrinkerin ist halt stark. Ist auch nicht wirklich was anderes. Orsov tief drinne. Insofern ist das auch eine gute Richtung, um es zu gehen. Ich greife trotzdem zum Himmelspeitscher. Aber was sagt ihr dazu? Schreibt es mir mal als Kommentar darunter und wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Bis dann!